Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Ja, ich hoffe mal, dass die Folge diesmal nicht allzu lange wird. Wir müssen Käfertrolle beseitigen. Drei Stück an der Zahl. Die schwören hier hinten irgendwo immer mank den ganzen Käfern rum. Die werden wir uns jetzt aufsuchen und versuchen zu vernichten. Yeah, baby. Und dann gucken wir mal, was hier abgeht. So, wir steigen ab. Wir holen uns den wieder und versuchen jetzt hier mal. Den Käfertroll hier. Der haut nämlich, glaube ich, gut rein. Oder auch nicht. Obwohl er Level 37 ist. Ein Käfer haben wir. Chaosstund haben wir immer noch nicht gefunden. Fällt mir gerade so auf. Naja, jetzt kommen hier noch die Schaf. Eigentlich schön ist, das Schaf ist Level 37. Plupp, macht das da. Plupp. So. Ist hier irgendeiner dieser komische Chaosschlund oder so? Man muss ja hier alles in Betracht ziehen, ne? Nee, ist auch nicht. Alter, geh mir nicht auf den Zünder. Stopp! Weg doch. Stopp. So. Drei, dass ich wieder geheilt bin. Müssen wir ja auch öfters mal machen. Damit wir uns auch dran gewöhnen, dass wir auch eine Heilungsfähigkeit haben. Und ich baue noch einen Troll. Komischen Trollbold, ne? Ein so ein Käfertroll. Ich hab auch keine Ahnung, wo der sein soll. Der Klient wurde vom Server getrennt. Bitte erneut verbinden. Ja, super. Das läuft. Das läuft. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache mal hier einen Cut und schneide das dann gleich zusammen. So, herzlich willkommen zurück zu Dragon's Profit. Ja, Inverno musste natürlich jetzt gerade einen Neustart des Servers durchführen. Ist natürlich klasse getimed. Aber ändern können wir es nicht. Wurde auch irgendwie, bin ich mir zu 90% sicher, nirgendwo angekündigt, dass die Server neu starten wollen. Zumindest heute.
Das ist dann halt ein bisschen blöd. Wenn man das nicht weiß und dann halt so ein Let's Play macht, ne? Dann steht man da ein bisschen dumm da. Muss das jetzt irgendwie überbrücken. Alter Falter. Mein Drache greift aber auch alle gerade an, ne? Hey, ich greife aber auch gerade alles an, so, so eng. Müll aber auch. Hat der hier irgendwie gerade einen Skill gehabt? Ich muss gerade mal gucken, was der hier für einen Passiv-Skill hat. Drachenbeschwörung verstärkt folgende beim Drachenfokus. Aktiver Skill. Ne. Ich dachte, der hat hier gerade, weil auf einmal war hier mal boom, voller Energie wieder. Und das mitten im Kampf. Das hat mich gerade ein bisschen verwundert, aber gut. Ja. Geburt des Chaos. Was ist das denn da? Alter, was ist das denn? Der ist tot. Was ist das denn da für ein Käfer? Geschlüpft. Geburt des Chaos. Wachstum des Chaos. Ach du Scheiße. Wachstum des Chaos. Ich glaube, das war gerade dieser komische Chaos-Gedöns hier. Aber ich konnte den irgendwie nicht angreifen. Und jetzt ist Wachstum des Chaos. Und ich habe keine Ahnung, wo der hier wachsen will. Ich würde gerne auch so ein öffentliches Event beenden. Wenn wir sowieso schon fast das öffentliche Event fast fertig haben. Aber ich sehe hier auch nichts. Naja, gut. Egal. Wir gehen zurück. Geben unsere Quest ab. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, ja, bla bla. Du kriegst mich doch eh nicht. Schnuckelchen. Schnuckelchen, Schnuckelchen. Läuft's noch? Ne. Ich da. So, ich da. Hallo. Schön, dass es großartig. Ihr habt nicht nur diese schrecklichen Käfer getötet, sondern auch die Trolle verjagt. Jetzt sollte das Gebiet hier wieder zu dem werden, was es einst war. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass unsere Beute gefressen wird. Danke. Dass ihr so eine große Hilfe wart. Ja, und dafür kriege ich nur so wenig Punkte. Ey, du willst mich doch auch verkackeiern, oder? Boah! Ey, da krieg ich so einen Hals, ne? Ey, da krieg ich so einen Hals!
So, was ist das denn hier? Seelenzauberhandwerker. Mmh. Das ist der Transportmeister. So, ja, wir haben ja hier noch hier Königin für einen Tag, Spinnensinne, ja. Taugenixe. Nicht schon wieder. Diese kleinen Unruhestifter haben meine Wäsche gestohlen, als ich eine neue Ladung wusch. Das ist bereits das zweite Mal in 2 Wochen. Sollte meine Unterwäsche, diese kleine Unholde. Könnt ihr mir helfen? Ich bin mit meinen Arbeiten im Haus beschäftigt und habe keine Zeit, mich um diese Halunken zu kümmern. Sucht nach Unterorn, Dosenkar und Threnter. Sie sind davongeschlichen, als ich geschimpft habe. Bitte verfolgt sie und holt meine Wäsche zurück. Gewaschene Tischdecke, beschmutzte Kleidung und herumgeschleppte Matratze. Da, da und da. Seit wann habe ich eigentlich die Quest im Questbuch? Leute, tut mir leid, aber die machen mal. Wir haben ja einen Transportmeister und wir können uns ja da... Ich mach mal eine Attacke, ne? Ja, genau. So, Transportmeister, wir wollen nach Ataitia. Gib Gummi. Das Einzige, was ich immer ein bisschen blöd finde, wenn der jetzt nicht abgeschützt ist, nein, gut, dass die Ladezeiten seit dem neuesten Patch ein bisschen sehr, sehr lang geworden sind zum Teil. Und auch die Lags meiner Meinung nach größer und schlimmer geworden sind. Vorher ging es einigermaßen, manchmal ist es mittlerweile fast, wo ich sage, Alter, kann ja kein Mensch mehr ansehen. Der Gehegeverwalter ist hier auch wieder nicht, wird aber auf der Karte dann jetzt. Ich weiß auch nicht, wo der hier sein soll, ne? Aber ist ja auch egal. Wir wollten diese Taugenixe. Taugenixe, wir müssen erstmal aus der Stadt raus. Bam! Alter, sind wir gut oder sind wir gut? Wir sind verdammt gut. So, wo ist denn hier der Ausgang der Stadt? Die Folge könnte ein bisschen länger werden, weil ich jetzt auch keine Ahnung habe, wie lange durch den Server Neustart, wie lange ich da jetzt da so Leerlauf drin habe und so weiter. Und dementsprechend könnte es ein bisschen länger werden. So wie die letzte Folge, keine Ahnung. Tut mir leid, wenn sie ein bisschen... Jetzt bin ich ja zu weit gelaufen. Die müssten ja theoretisch... Das ist das einzig Blöde, dass man hier halt wenig in der Zone ist. Also man sieht es halt kaum, wo die sind und so weiter. So... Hallo. War? Das hier hinten müsste irgendwie ein Taugenix sein. Ich würde sagen. Was soll denn der hier sein? Ah, okay, haben wir. Dann suchen wir... Ach, das sind kleine Pupsdrachen hier. Ich dachte, das wären irgendwelche komischen Bengelchen, die sie hier in Streich erlaubt haben. Aber das sind irgendwelche Drachen, die hier die Wäsche klauen. Nichts gefunden.
ist das denn für ein komischer Bullshit? Nix gefunden und mir fehlen noch zwei und jetzt muss ich da oben hin. Ah ne, doch. Ranter. Gottes Willen. So, jetzt müssen wir ja natürlich gucken, dass wir hier aus dieser Stadt rauskommen. Um zu wissen, wo der ist. Wo der ist. Oh yeah. So. Ja, nee. Ja, nee. Ich muss irgendwie da hinten hin. Also die Karte ist manchmal ein bisschen unübersichtlich. Weil, also hier, für mich ist das hier außerhalb der Stadt, ja. Das ist aber alles die Stadt. Das ist doch, naja. Man hätte das so machen können, dass wenn man in der Stadt ist, dass dann auch wirklich die Stadt angezeigt wird. Also alles, was in der Stadt, dass die Stadt groß, also dass man in die Stadt reinzoomt, dass man sozusagen Zone hat und da auch alles markiert ist, was wo ist und so weiter und so fort. Und nicht so, ja, hier, wir sind mal außerhalb. Ich meine, Stadt. Ich kann hier noch nicht mal anklicken, welche Stadt. Also, Zone, ja, Landes, hier. Also das finde ich ein bisschen blöd, aber gut, ist ja auch jetzt, ist ja ein bisschen nebensächlich. So, wir versuchen immer noch diesen komischen anderen Drachen zu finden. Der hier Wäsche geklaut hat. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir auch in die richtige Richtung laufen, ja. Da. Das ist der bestimmt. Wenn der jetzt hier die ganze Zeit rumläuft, dann erschieße ich den. Der auch irgendwo mal stehen? Weil im Laufen kann ich leider nicht suchen. So. Jetzt fehlt mir nur noch die beschmutzte Kleidung. Keine Ahnung gehabt, wo die sein soll. Aber absolut keine Ahnung. Gerade. So, ich würde sagen, die Folge ist auch somit erstmal beendet. Und wir sehen uns dann in der... Welche ist denn das? Ja.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns erstmal gleich auf der Endcard. Bis gleich. Ciao. Willkommen auf der Endcard. Ja, viel haben wir nicht gemacht. Sorry für die Unterbrechung. Dafür kann ich nichts entfernen und musste unbedingt einen Neustart machen. Wir haben die Tokenix ein wenig beendet und naja, gut. Wir gucken mal, ob wir den vielleicht, ob wir die Quest dann komplett beenden können. Wir, ich und Elfide, wir verabschieden uns von euch. Ihr könnt schrötinieren, ihr könnt ein Däumchen geben, wenn euch das Video gefallen hat, dann weiß ich, ob es gut war oder nicht gut war. Ihr könnt Kommentare natürlich schreiben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Schröti. Ciao!